Zakara, denkst du, Fletcher hat eine Spur gefunden? Was für eine Spur? Lollys Resonanzen, fokussierte Übertragung, diese ganze Schumann-Geschichte. Ich weiß, wie das klang, aber... Ich denke, er war verzweifelt und wollte unbedingt eine Antwort auf unsere Fragen finden. Egal, ob es Sinn ergab oder nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich würde ihn dennoch gern selbst danach fragen. Ich hätte es tun sollen als... Machen wir uns bereit, Commander. Die Aliens sind jeden Moment hier. So, der Kern ist auf dem richtigen Weg. Viel besser. Ist jemand da? Ich bin hier. Wo ist hier? Beschreibe, wie es da ist. So wie vorher. Aber ich fühle mich so, als ob ich schwebe. Wenn du nicht in einem Computer bist, wo bist du dann? Vielleicht in einem Alien-Computer. Ich kann spüren, wie jemand mich durchkämmt, als ob sie nach etwas suchen. Wir finden dich, Fletcher. Halte durch. Nach allem durchsucht, was mit der Schumann-Resonanz zu tun hat. Habe ich auch. Um ehrlich zu sein, ich habe nichts anderes getan. Ich denke, wir stimmen alle zu, dass Fletcher vielleicht recht hatte. Aber jedes Mal, wenn ich mich fast erinnere, ist es einfach weg. Nada. Null. Fletcher, kannst du uns hören? Was denkst du? Fletcher! Verdammt! Sie dachten, sie könnten hier einfach so reinmarschieren. Aber sie haben wohl den Raketenturm vergessen. Damit ist ein Kern vorübergehend sicher. Jetzt geht's mir etwas besser.
lassen nicht viel übrig, nicht wahr? Alles klar. Saubere Arbeit, Commander. Fletcher, bist du noch da draußen irgendwo? Vielleicht haben wir ihn endgültig verloren. Ich bin zurückgekommen. Das meiste von ihr zumindest. Aber du warst nicht so lange fort, Kai. Irgendetwas ist dieses Mal anders bei Fletcher. Was denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Aber wenn irgendjemand sowas überleben kann, dann Fletcher. Nicht wahr, Commander?